Name ist Andreas Stromer. Ich leite den Bereich Innovation bei der Firma Testfuchs. Der Firmensitz ist im Waldviertel in Niederösterreich. Wir stellen Prüfgeräte her, Testgeräte, Prüfstände für die Flugzeugindustrie und Geräte zur Flugzeugwartung. Für den Innovationspreis haben wir das Water Separation System WSS4 eingereicht. Mit diesem Gerät ist es möglich, das Wasser aus dem Öl im Flugzeug zu extrahieren. Der Vorteil vom Kunden ist es, wenn die Qualitätsprüfung des Öls durchfällt, dann muss der Kunde, wie üblich oder bis jetzt üblich, das Öl tauschen. Öl tauschen ist doch ein gewisser Aufwand und auch mit Gefahren verbunden, dass man wieder Luft ins System bringt. Und das fällt mehr oder weniger weg, weil der Kunde kann das Gerät zwischenschalten, kann eine normale Wartung laufen lassen oder den Flieger in Standby stehen lassen. Und das Gerät arbeitet mehr oder weniger nebenbei mit und er kann am Ende der Schicht mehr oder weniger das Flugzeug wieder rausschieben und nachdem er seine Proben gezogen hat und ist wieder mit dem System in den Werten drinnen, die vorgegeben sind. Damit spart der Kunde Kosten, die Umwelt wird geschont und auch die Standzeit des Flugzeugs verringert sich. Wir haben die ersten zwei Geräte schon während der Entwicklung verkauft an die Lufthansa Technik. Diese sind auch schon im Einsatz in München und Hamburg. Wir haben das Flugzeug auch validiert, zusammen mit Airbus. Das heißt, dieses Gerät darf bei Airbus-Flugzeugen verwendet werden.